anderen Stein. Ich hab einen anderen Stein. Hallo, Hip. Kriegen wir unseren Steinball zurück? Euren Stein? Wer sagt denn, dass er euch gehört? Genau, wie kommt ihr darauf, dass euch der Stein gehört, hä? Oh, ja! Naja, also, keiner. Wir haben nur damit gespielt. Gib ihn uns zurück, Hip! Ich habe aber das Zauberwort bitte nicht gehört. Ich hab's ja auch nicht gesagt. Hey, wir können doch alle spielen, zusammen. Gut geruft, Littlefoot, wir alle zusammen spielen. Ja, ja. Ja, Was meint ihr, Freunde? Spielen wir mit diesen Babys? Oh. Babys? Hä? Wen nennt ihr hier Babys? Etwa uns? Ich nicht, Baby. Ich sein groß. Ja, ein großes Baby. Ich nicht mögen sie. Ich auch nicht. Den werde ich zeigen. Tira! Ich hab zu tun. Du kriegst uns nie. Versuch's doch mal. Wow. Was ist das? Na, das ist... Die Erde wackelt. Ah! Fliegesteine. Fliegende Steine. Ratet, was mit den donnernden Wasserfällen passiert ist. Psst, wir versuchen gerade Zera zu finden. Sie hat sich vor uns versteckt. Ja, aber... Ja, wir finden Zera wo nirgend. Ich hab Neuigkeiten. Du etwa weißt, wo Zera sich versteckt. Zera ist eine sehr gute Versteckerin. Ja, das ist sie. Ja. Ich hab euch erschreckt, jawohl. Du mich nicht erschreckt, Zera. Petri, unschreckbar. Petri, du tust meiner Nase weh. Oh, Petri leid tut. Petri ist starker Bursche. Na, wer versteckt sich jetzt? Vielleicht Littlefoot? Von mir aus, aber zuerst muss ich euch was erzählen. Gut, wenn du dich beeilst, wir wollen spielen. Also ich hab... Hey! Spike versteckt sich an deiner Stelle, Littlefoot. Mein Bruder ist kein so guter Verstecker wie Zera. Oh nein! Was wolltest du gerade erzählen, Littlefoot? Die donnernden Wasserfälle. Sie bringen uns kein Wasser mehr. Das müsst ihr euch ansehen. Warum rennt ihr Frischlinge nicht gleich hin? Ja, rennt doch hin! Oh! Ja! Versucht uns doch zum Rennen zu bringen! Nein, Zera, nicht doch! Oh, keine Angst, ich werde ihn nicht wehtun. Nicht zu viel! Bäh! Bäh! Rein mit euren Zungen! Warum willst du eigentlich immer nur kämpfen, Hip? Ja, kämpfen. Oh, kämpfen wehtut. Ja, es macht Aua, Aua. Warum machen wir es dann eigentlich? Warum? Darum, weil wir größer sind. Und größer heißt gerissener, größer heißt gemeiner, größer ist einfach besser. Aber Hip, wenn du ein Erwachsener bist, bist du nicht gerade sehr groß. Genau. Deine Art war noch nie sehr groß. Wenn wir erwachsen sind, dann werden wir viel, viel größer sein. Aha. Viel, 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 viel größer. Ach ja? Nun, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr niemals groß werdet. Ah, ja. Niemals groß werdet. Niemals. Wie willst du das anstellen, Hip? Sind die blöd. Ich erkläre euch das mal. Erstens, wir jagen sie. Zweitens, wir fangen sie. Drittens, wir tun ihnen weh. Seht ihr? Nein, Hip, ich kann sie nirgends sehen.
Keinen einzigen. Ich auch nicht. Was? Oh, kommt schon, wir zerstampfen sie später. Hey, wir spielen das Angeberspiel. Ich bin hip. Na, warte, ich krieg dich. Oh nein, nicht, wenn ich dich zuerst kriege. Petri, auch Angeber spielen. Hey, Frischling, du dürfst nicht mein Grünzeug gefressen. Petri eben woanders Angeber spielt. Aber Petri, du bist doch ein Flieger und kein Schwimmer. Petri sei noch kein Angeber. Aber ich bin einer, was? Die schon wieder. Oh nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Ihr Frischlinge wollt also in unserer Schwimmgrube spielen, was? Diese Nörgler fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Wollen wir denen eine Lektion erteilen, Hip? Hä? Wollen wir? Hä? Wie du willst. Ja? Not. Oh. Lauf weg! Bis später. Ich möchte nicht in deine Haut stecken.